Wie jeder sehen kann, wird es Zeit, diese hässlichen, dreckigen und vergilbten Steckdosen in der Küche zu ersetzen. Ich habe schöne neue weiße Steckdosen für die gesamte Küche gekauft. Und hier kann man auch optisch den Unterschied deutlich erkennen. Die alte Steckdose sieht nicht wirklich appetitlich aus. Aber bevor ihr euch an den Ausbau der alten Steckdose macht, müsst ihr unbedingt erst die Sicherung im Sicherungskasten ausschalten. In den meisten Fällen sind die Positionen der einzelnen Sicherungen gekennzeichnet, wie in diesem Fall Küche, Position 4. Sicherung aus und dann seid ihr auf der sicheren Seite. Mit dem Spannungsprüfer müsst ihr unbedingt feststellen, ob die Steckdose auch wirklich stromlos ist. Es könnte ja sein, dass die Sicherung falsch gekennzeichnet wurde. Wäre übel. Jetzt kann es losgehen. Um die Kunststoffabdeckung zu entfernen, muss man die Schraube in der Mitte aufdrehen. So, und das war's schon. Jetzt sieht man die eigentliche Steckdose. Die ist in der Wand befestigt und muss in diesem Fall an diesen zwei seitlichen Schrauben gelöst werden. Wenn diese zwei Schrauben weit genug aufgeschraubt sind, kann das Gehäuse aus der Wand gezogen werden. Normalerweise kommen aus der Wand immer drei Leitungen raus. Wenn nur zwei Leitungen aus der Wand kommen, wie in diesem Fall, muss zusätzlich nach dem Anklemmen von Phase und Neutralleiter eine Brücke, wie in diesem Fall, gelegt werden. Die neue Steckdose hat dieselben Steckplätze wie die alte. Um die einzelnen Kabel rausziehen zu können, drückt ihr einfach diese Klammern rein und ihr könnt die Kabel ohne Probleme rausziehen. An die neue Steckdose schließe ich erst die, wie vorhin erwähnte, Brücke zwischen Schutzleiter zur Neutralleiter an. Die einzelnen Leitungen kräftig und tief genug in die vorgesehenen Öffnungen stecken und überprüfen, ob sie auch richtig fest genug sitzen. Jetzt noch die Phasen und die Neutralleiter anschließen. Und die Steckdose kann wieder in die Wand verschraubt werden. Okay, für die Optik erstmal den Staub und Schmutz von den Kacheln entfernen. Um die Steckdose in der Wand richtig wieder zu befestigen, müssen diese zwei Schrauben wieder angeschraubt werden. So, alles ist fest und sitzt. Jetzt kann die Kunststoffabdeckung der Steckdose montiert werden. Nur noch die Schraube in der Mitte anziehen und die neue Steckdose ist bereit. Die neuen Steckdosen werten den ganzen Raum optisch wieder auf. Und der Unterschied ist deutlich zu sehen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und konnte euch helfen. Wenn ja, würde ich mich über Daumen nach oben, Kommentare und ein Abo freuen. Dankeschön.